Stellen haben wir ja im Prinzip noch nicht gemacht, weil wir fangen jetzt erst richtig an, nochmal vorzubereiten. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir hatten natürlich jetzt, sag ich mal, bei dem neuen Fortkampf eine Taktik. Die war schon so, dass wir sagen, wenn wir, sag ich mal, nach mehreren Runden merken, wir führen, dass wir uns dann natürlich zumachen, ein bisschen zurückziehen, nicht wild mitschlagen. Weil es spielt halt auch eine Rolle, gegen wen man boxt. Ryan Ford ist jemand, der kann jederzeit ausnocken, das wissen wir. Bei dem Reno, da waren wir uns, sag ich mal, über seine Fähigkeiten auszunocken, eigentlich auch einig. Da kommt eigentlich nicht so viel an. Und haben uns eigentlich, wie schon gesagt, auch mit den 8 Runden im Prinzip so ein bisschen irritieren lassen. Weil man sagt halt eben immer, jetzt sind wir 8 Runden vorne, jetzt machen wir eigentlich nur noch das, was nötig ist. Naja, wir müssen wahrscheinlich nach hinten raus noch ein bisschen mehr überzeugen. Das kriegen wir auch hin. Denke mal, vielleicht nicht so komplett die ganzen 4 Runden nochmal Feuer geben. Ich bin immer so der Meinung, vielleicht die letzten 30 Sekunden oder 10 Sekunden nochmal zeigen, dass man halt eben doch dominant ist. Dass man dann vielleicht sagt, gut, der andere hat jetzt, sag ich mal, vielleicht den größten Teil der Runde mehr geschlagen, aber weniger getroffen. Und bei Nick ist es halt eben so, wir haben uns darauf konzentriert, sag ich mal, halt ein bisschen weniger zu schlagen, aber dafür präzise zu treffen. Wie Nick auch schon gesagt hat, das hat man bei Reno gesehen, er war schwer gezeichnet nach dem Kampf, Nick hatte gar nichts. Also insofern habe ich aus meiner Sicht oder wir aus unserer Sicht nicht viel falsch gemacht. Aber man muss natürlich auch akzeptieren, dass der Punktgericht natürlich auch wertet, wer aktiver ist und wer nicht. Und wenn man natürlich dann etwas frischer wirkt in den letzten 4 Runden, kann das natürlich auch schon so ein Kampfurteil beeinflussen. Daran werden wir auf jeden Fall arbeiten. Schwächen haben wir in der Beziehung eigentlich nicht. Konditionell haben wir das Zeug. Klar, man ist natürlich dann auch immer gewillt, sich ein bisschen auf dem auszuruhen, was man bis jetzt geleistet hat. Da wieder das Thema mit den 8 Runden. Werden wir diesmal nicht so drauf hören. Das ist eigentlich das Einzige, was wir eigentlich umstellen werden. Und dann denke ich mal, dann sehen wir da eigentlich bei diesem Kampf auch besser aus. Weil ich sag mal so, falsch gemacht hat er nichts. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Und ja, die konditionelle Sache, die kriegen wir auch gebacken. Nochmal